Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück. Hier ist Spooky4F, auch mal wieder im Bild, lange nicht mehr gesehen. Ich wollte auch mal wieder die Logitech benutzen, und wie ihr hier seht, der Popschutz ist auch da, gerade gestern gekommen. Also, yay, es kann fröhlich weitergehen. Die nächsten Tage dann auch ein bisschen aufnehmen, mal wieder, dass ihr Unterhaltung bekommt, hoffe ich doch. Heute aber was Spezielles, und zwar ein Unboxing. Bin ich ja eigentlich gar kein Fan davon, aber in diesem speziellen Fall möchte ich euch gerne etwas zeigen. Jetzt kam ja das Mikrofon, hier das Auna, das Gute, ne, und der Popschutz. Mein neues Auto kam, ich Geburtstag hatte. Und jetzt haben wir hier aus den Staaten noch dieses tolle DHL-Paket. Und da gucken wir mal, was drin ist. Das ist auch was ganz Besonderes. Oh, ich habe es hier schon aufgeschnitten, heute ist nämlich Freitag der 13., dass ich das jetzt nicht, während ich abgelenkt vom Reden bin, aufschneiden muss. Kann ich hier öffnen. Und dann sehen wir, was da Tolles sich drin verbirgt. Ich halte es mal in die Kamera. Oh, so rum. Und dann ziehen wir das raus. Und was zeigt sich da? Was zeigt sich da? Controller Chaos auf dem Kopf. So rum. Und ja, da ist also ein Gamepad drin. Und zwar ein spezielles. Wir machen das nochmal auf hier zusammen. Hier, öffnen wir. Hier. Ja. Hier öffnen, habe ich gesagt. Mann. In dieser modernen Zeit geht eben nicht mehr. Sesam, öffne dich. Das funktioniert nicht mehr. Muss man das selber machen. So, da haben wir zuerst mal hier ein paar Stickers. Elevate your game. Chaos Unlimited. Elevate your game. Controller Chaos. Und so weiter. Viele tolle Sticker. So, jetzt machen wir daneben hin. Denn jetzt. Kommt ein Unicorn. Nämlich, das ist kein Einhorn. Man nennt das nur quasi so. Das ist mein neues Gamepad auf der PS4. Selbst gestaltet. Bei Controller Chaos umgesetzt. Oh, das Mikrofon mal zur Seite geklatscht. Ich hoffe, dass mit dem Popschutz funktioniert. So, muss man noch ein bisschen höher. Habe ich nämlich noch nicht getestet. Erstmal, wo ich Popschutz ausprobiere. Ich zeige es nochmal hier. Hier ist Controller voll Chrom. Ne? Kann man sich dran spiegeln und die Haare kämmen und so. Und was weiß ich, was man sonst noch so vom Spiegel macht. Ich halte es nochmal näher. Da sieht man meinen Namen. Ne? Der ist auch hier drauf. Da ist er. Die Knöpfe und die Farben, die habe ich alle selbst festgelegt. Und Roller Chaos hat das dann umgesetzt. Hier hinten nochmal das Auge, das farblich sehr gut gepasst hat, finde ich. Oblivion. Ja, und, tja, hier. Triggers, Bombers, alles selbst festgelegt, die Farben, alles verchromt. Also selbst die Knöpfe gecleant und verchromt. Also hier steht kein AX-Scheißdreck mehr drauf. Alles gecleant, sehr schön. Hier ist es golden, die ganzen Knöpfe sind golden. Und Options und Chair ist Silber. Man sieht es in den Lichtverhältnissen gar nicht mal so gut. Das ganze Ding ist natürlich grün mit einem schwarzen Muster. Was das Ganze richtig geil aussehen lässt, finde ich. Und so krass verspiegelt. Also ein Unicorn, es ist ein individuelles Ding, das es so nicht ein zweites Mal auf der Welt gibt. Und ich werde es euch sicherlich nicht verschenken oder verlosen. Also keine Hoffnungen hier, keine falschen Hoffnungen. Das ist so ein kleiner Traum, der mir jetzt auch erfüllt ist. Und da möchte ich jetzt auch noch eine Reihe Dankeschöns aussprechen an verschiedene Leute. Ja. Sag mal, erstmal an die Sandy, ihr Channel Sandy Matt. Ist ja immer verlinkt in der Infobox und so weiter und in der Endcard. Ja, denn sie hat das hier zum größten Teil mit möglich gemacht, dass ich den jetzt hier in Händen halten kann und gleich auch zocken und aufnehmen oder so. Mal gucken. Ja, dieses schicke, geile Ding. Schweine geil, Leute. Geht mal richtig ab. Ja, jetzt schalte ich mal kurz hier meinen Standard-Controller. Jetzt fängt mir noch die Nase an zu laufen. Ja, hier zum Vergleich. Also Standard ist der auch nicht. Weil der ist auch irgendwie eine Collection. Ich weiß nicht, ob das jetzt Limited war oder eine neue Collection, dieses Blau. Und da, aber das Ding hier, ihr seht schon den Unterschied zwischen Matt und dem Chrom, ne? Das ist so krass geil. So Hammer. Und die Farbmischung, ich finde sie so genial. Ich finde sie auch saugut umgesetzt. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei der lieben Sandy bedanken. Vielen Dank.
Ich habe dieses super geile Ding in Händen endlich. Das, ja, war das eine. Dann möchte ich mich natürlich auch bei Controller Chaos bedanken, damit sie das Ding so richtig geil umgesetzt haben. Ich bin super zufrieden. Also es sieht wirklich so aus. Es sieht noch besser aus, als ich es auf den Bildern gesehen habe und mir zusammengestellt habe. Sieht es jetzt hier, wo ich es in Händen halte, noch viel besser aus. Also vielen, vielen lieben Dank. Habt ihr super gemacht. Daumen hoch für euren Dienst hier. Oh, es geht wieder los. Ich will nur ein paar Minuten aufnehmen und schon geht's los. Die ganze Zeit war Ruhe. Oh, sorry dafür. Ich mache da jetzt keinen Cut rein, weil das Video ist jetzt gleich zu Ende. Ich möchte mich natürlich auch noch bei euch bedanken, denn ihr habt das natürlich auch möglich gemacht. So ist Spooky4F jetzt eigentlich nicht nur, ja, Spooky4F, nicht nur noch ein Name, sondern mittlerweile eine Marke. Ich habe mir meine Intros machen lassen, ich habe mir mein Logo entwerfen lassen. Und so ist Spooky4F irgendwann im Laufe der Zeit von einem Namen zu einer Marke geworden, der mit ziemlich vielen Videos, fast 3000 Videos auf YouTube aufläuft und mittlerweile die 700.000 View-Marke erreicht habe. Ich habe 700.000 Views, liebe Freunde. Vielen lieben Dank für euren Support. Und ich hoffe, das geht weiter so und ihr habt weiter Bock drauf. Und dann wird wieder gezockt, was das Zeug hält. Ich muss aufpassen, dass ich die Kontrolle nicht gegen die Wand aus Versehen werfe. So, legen wir mal hier zur Seite. Und dann bedanke ich mich auch hier fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video. Vielleicht gibt es mal nicht unbedingt Unboxing-Videos. Wie gesagt, davon halte ich normalerweise nichts, außer in diesem speziellen Fall. Und vielleicht gibt es da demnächst dann vielleicht mal auch irgendwie was, wo ich mich dann vor der Kamera zeige. Vielleicht auch mit Facecam mal ein Spiel spiele, Fortnite Battle Royale mit Facecam oder so. Keine Ahnung, die Palette der Möglichkeiten ist ja da. Wir schauen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Tag. Geiles Wochenende. Auch wenn Freitag der 13. ist, zieht euch ein paar Horrorfilme rein, es ist eh bald Halloween. Bis dahin, bye bye. I need